Hi, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Heute wieder mit mir, ich bin Melli. Ich möchte mit euch heute eine neue Serie bei uns hier beginnen. Und zwar habe ich sie eben spontan mir einfallen lassen. Ich nenne sie die Old but Gold Serie. Und zwar stelle ich euch jetzt Wohnwagen vor, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Also im Prinzip Wohnwagen, die schon ein bisschen gelebt haben. Weil wir haben ja immer mal wieder die Chance, irgendwie bei Wohnwagen-Gérard oder auf irgendwelchen Messen euch die ganz neuen Modelle vorzustellen, was ich persönlich total interessant finde, weil es so viele Innovationen gibt und so viele Neuheiten und immer wieder irgendwelche coolen Ideen gibt, die umgesetzt werden. Aber, und das ist halt der Punkt, weswegen ich das Ganze gestartet habe jetzt, als ich mir meinen Wohnwagen vor anderthalb Jahren gekauft habe, hätte ich einfach gerne für den Wohnwagen ein paar bewegte Bilder gesehen, weil man sich dann Dimensionen besser vorstellen kann und einen besseren Eindruck kriegt als nur die Fotos aus der Anzeige. Und genau deswegen habe ich bei uns in der Community rumgefragt, wer mir seinen Wohnwagen vorstellen möchte. Und da fangen wir heute mal an und dann nehme ich dich jetzt mit. Viel Spaß! So, ihr Lieben, ich bin jetzt hier mit dem Friedrich. Friedrich von Happy Camping. Moin. Hi. So, du hast gesagt, du hast ein altes Schätzchen, was du mir vorstellen möchtest. Genau. Ich habe einen kleinen Wilk Sport 365 GI. Aha. Baujahr 69. Wow. Ja, also 50 Jahre alt, ne? So alt wie der Besitzer. Aber rollt. 50 Jahre, das ist für einen Wohnwagen, ist das schon fast historisch. Genau. Und vor allem dicht. Das ist echt krass. Keine Feuchtigkeit drin. Dicht. Das ist gut. Wie bist du zu diesem Wohnwagen gekommen? Eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde. Meine Schwester hat einen zweiten geerbt und sagte nur so, ich habe meinen alten Wohnwagen angefangen zu renovieren. Hättest du nicht Lust, den aufzubauen und selber für dich fertig zu machen? Ja. Dann habe ich den angeguckt und dann sah dieses Ding eigentlich eher aus wie ein Trümmerhaufen. Aber da ich selber leidenschaftlich gerne Bastler und Holzwerker bin, habe ich gesagt, okay, mache ich. Sehr cool. So, was hast du denn hier jetzt schon alles verändert? Ich schwenk mal so ein bisschen herum. Groß ist er jetzt ja nicht, ne? Wie lang ist er? Der hat eine Gesamtlänge von 4,80 Meter. Das ist ja knuffig, ne? Ja. Also 4,80 Meter mit der Deichsel. Mit der Deichsel, klar. Okay, ja, alles klar, gut. Und wie breit ist er? Der ist, Außenmaße hat er 1,95. Das ist schon echt sehr zuckersüß. Also rein theoretisch brauche ich für mein Auto keine Außenspiegel, Zusatzaußenspiegel. Ich habe sie trotzdem dran. Ja. Somit habe ich keine toten Winkel, also weniger toten Winkel. Ja, also cool. Ich sehe auch mal was hinter dem Wohnwagen ist. Ja, weil die gängige Größe heutzutage ist ja 2,30 oder 2,50, ne? Und ja, jetzt genau. Kommst du mit unter also zwei Metern. Rein theoretisch, wenn selbst die Baustellen die Maße begrenzt sind auf 2 Meter, dürfte ich mit dem Wagen noch überholen. Geil. Du, man muss auch Vorteile haben. Genau. So, also, so. Was sehen wir? Wir sehen da hinten ein Bett. Genau, das ist original eigentlich nicht so. Das ist original, war da früher eine Sitzgruppe. Ja. Da ich halt eben 1,90 groß bin und die Innenmaße halt eben 1,85 sind, ist das für mich ein bisschen eng. Und deswegen haben wir dann aus der Sitzgruppe eigentlich, so eine Tagesliegefläche gebaut. Und halt eben eine Bettverlängerung, die wir halt eben nachts uns da vorstellen. Also ich mir halt eben da vorstelle. Okay, und die Bettverlängerung ist das hier. Was war da vorher? Da war vorher ein Kleiderschrank. Und der Kleiderschrank ist sozusagen eigentlich nur noch eingekürzt auf diese, ich sag jetzt mal 50 cm. Ach da, Höhe. Das ist euer Kleiderschrank. Das war früher der original Kleiderschrank von der Größe her. Und der ging war halt eben Decken hoch. Und jetzt ist unser Kleiderschrank eigentlich eine. Naja, wir haben uns beschränkt auf die Fächer oben, da wir bis dato auch noch nie länger als ein verlängertes Wochenende weggefahren sind, hat das auch von den Platzen immer ausgereicht. Okay, ja cool. Ja, und sonst ist jede mögliche Ecke ausgebaut. Du sitzt zum Beispiel auf der Technikkiste. Ich habe einen Rock an, deswegen werde ich da jetzt nicht runterfilmen. Ich sitze auf der Vorratskiste, ne? Hier sozusagen Okay. Ja, da unten ist auch auf jeden Fall noch Stauraum. So ein Winkel. Zu sehen, auf der anderen Seite von dem Winkel ist normalerweise der Grill beim Transport drin. Ja. Ja, ursprünglich war hier auch mal ein Kühlschrank hier drin, aber der war nach 50 Jahren so fertig. Deswegen haben wir jetzt nur eine tragbare Kühlkiste. Alles klar. Die wir dann vorteilhaft natürlich im Haus packen können, Tag vorher schon anschmeißen, stellen mit 12 Volt ins Auto rein,
gut, hier ist sie halt eben laut und nervig, deswegen steht sie immer im Vorzelt. Okay. So, Bettverlängerung hast du erzählt. Genau. Was für eine Bettverlängerung? Ja, diese Bettverlängerung sieht folgendermaßen aus. Ich ziehe hier einmal dran. Nehme hier Retro-Style Matratze. Und jetzt habe ich eine Liegefläche von 2,20 Meter und hier unten mit 1,30 und oben halt eben 1,80 Breite. Cool. Und das ist natürlich schönes, gemütliches, breites Schlafen. Ne? Man kann da nicht mehr an die Küche dran, das ist alles. Aber wenn man schläft, braucht man nicht in die Küche. Eigentlich. Und ich sehe, du hast eine Dachluke. Ja, die ist auch lebenswichtig, damit ich auch gerade im Wohnwagen stehen kann. Sonst geht's nicht. Du siehst gerade so ein wenig erhellt aus, so ein bisschen ja, der Heiligenschein kommt durch. Alles klar, also das ist so das Heki von damals, Leute. Ne? Genau, auch 50 Jahre alt. Technik. Ja, hat auch seine Tücken, weil während der Fahrt lösen sich die Schrauben. Das heißt also, ich habe hier so Spanngurte hier zwischen, um das Dach dann auch unten zu halten, sonst geht's nicht mehr. Mhm. Leider hat es inzwischen auch so, naja, man kriegt es auch nicht mehr richtig sauber. Und losschrauben mag ich es nicht mehr, weil dann habe ich Angst, dass es Kunststoff bricht. Ah, ja, okay. Ja, verstehe ich. Ja, das ist immer so die richtige Balance zu schaffen. Zwischen dem, was man hat und was man nicht hat. So, aber auch wie bei in meinem kleinen Schätzchen, hast du ja hier eine Küche drin, ne? Ja, natürlich. Warte, ich baue eben das. Mach von, das. Von bau Lach du mal zurück. Auf Küche. Küche. Okay. Na, also. Ich komme mal rüber. Wir haben hier. Ja, oh, ich sitze in der Küche quasi schon. Ja, genau. Wow. Tada! Sehr cool. Küche also, halt eben. Zwei Flammen Gaskocher. Genau. Gehen auch noch? Natürlich. Schön. Ja. Wir brauchen ein bisschen länger, bis sie warm werden. Ja, das ist ja okay. Manchmal braucht es ja auch einen Augenblick, bis es dann rum ist, ne? Und Abwaschbecken. Genau. Und da ist seit letztem Jahr Komfort reingekommen. Oha. Ja, vorher gab es hier eine Fußpumpe und die Fußpumpe habe ich tatsächlich durch eine elektrische 12-Volt-Pumpe ersetzt. Wuhu! Ja. Sehr cool. Wir haben auch Komfort im Auto. Wie viel? Im Wohnwagen? Meine ich. Wie viel Liter Wassertank? Wo ist der? Wo versteckt der sich? Ah, der Wassertank findet sich vorne im Gaskasten. Ah, das ist einfach bei mir. Ein Plastikkanister, 5 Liter. Alles klar. Mit einem Schlauch, der hier hochgeht. Ja, wie bei mir. Cool. Also, das ist alles einfach mal nachgerüstet. Schön. Ja, und kannst halt eben auch wieder ohne Probleme das hier zusammenklappen. Also, und rum. Original von damals. Genau. Also, das hat sich nicht verändert. Ja. Das glaube ich, das sieht man auch so ein bisschen. Das ist ja, hat schon Patina, wie man jetzt so ja, genau. Modern sagen würde. Ne? Den wollte ich auch nicht beigehen. Also irgendwie fand ich das schon ganz cool. Hier oben hast du ein bisschen was gemacht, ne? Ja, genau. Da also. Das hat meine Schwester, die hat da so Crunchlack drauf gemacht und der dann so gerissen ist. Hat so seine Vor- und Nachteile. Sieht schick aus. Nachteil ist, die Türen gehen schwerer. Ah, ja, weil eine extra Vorteil ist natürlich, wenn du jetzt in eine Kurve kommst, es die Türen gehen nicht auf, die bleiben zu. Sehr cool. Friedrich, eine Sache vorhin hast du mir nämlich gesagt, die finde ich total cool. Du hast sie aber mittlerweile ja abgeklemmt. Die Gaslaterne. Das Ding hatte nämlich eine Gaslampe hier drin. Genau, das war die einzige Beleuchtung, die es hier überhaupt gab. Hier übrigens, by the way, wir befinden uns hier gerade auf unserem Happy Camping Deutschland Treffen. Mitten in Kirchheim, mitten in Deutschland, in der Nähe von Fulda. So, und das da ist die Gaslampe gewesen. Das ist die Gaslampe. Das war die einzige Beleuchtung, die dieser Wagen damals hatte. Ja. Und eigentlich war ist eigentlich irgendwo nochmal der Plan, dass du halt eben hier über diese klassische Gaseinstellung ein LED-Licht einschaltest. Oh, also, okay. Ich habe den ganzen Wagen hier auf 12 Volt umgerüstet. Also der hat überhaupt keinen Strom gehabt. Mhm. Der hat jetzt 12 Volt Technik. Gar keinen Strom. Der hatte keinen Strom. Oh. 50 Jahre alt, der hatte keinen Strom. Okay. Das heißt also, die Lampen, die man hier sieht, sind aus, die sind halt eben 20 Jahre jünger. Sehen halt auch schon retro aus, ne? Deswegen sind dann dementsprechend auch 30 auf, Jahre alt. Genau, das fällt nicht auf. Und diese Konsolen ist halt eben altes Holz, was ich verwendet habe, aber hat halt eben USB-Anschlüsse. Da muss ich jetzt mal gerade echt ganz nah hingehen, weil guck mal, da an der Seite hat er die richtig eingebaut und das Ganze auf dieser Seite auch nochmal. Ja, jeder hat ein Handy, ne?
Ja, aber ihr habt ja da sogar zwei Anschlüsse. Ja, für LED-Beleuchtung, also für diese schwarzen Lampen. Ah ja, vom schwedischen Möbelhaus, kenne ich. Genau. Habe ich bei mir auch. Eigentlich sind es, glaube ich, Laptop-Lampen, aber wir Camper sind ja da flexibel und passen mal an. Ich habe noch nie benutzt, aber hier ich ständig. Tatsächlich schon, weil meine Tastatur leider nicht beleuchtet ist. Meine schon. Ja, gut. Siehst du, okay. Dann brauchen wir sowas. Genau. So, und was hast du mit dem Boden gemacht? Weil der ist ja auch also nochmal ein bisschen Boden, speziell. Der Boden. Der Boden war... wie soll man das schön sagen? Der hier original drin war grausam. Mhm. Der war auch fertig. Und das ist jetzt Packpapier, gerissen, gekranscht und dann geklebt mit Serviettentechnik und dann einen alten Schundroman, also so ein Liebesroman, so einzelne Seiten mit draufgeklebt. Und damit die Füße warm bleiben, halt eben Ziegenfell drin, weil das ist die einzige Isolierung von unten. Mehr Isolierung hat der nicht. Ist geil. Allein schon sich zu denken, ey, ich mach da nochmal so ein halbes Buch mit auf dem Boden, wa? Ja. Das muss man erstmal machen, weißt du? Jeder verlegt sich Teppich. Friedrich, der legt sich ein Buch da einmal mal hin. Genau. Wenn man mal nichts zu lesen hat, ne? Sehr schön. So, ich würde sagen, wir gehen nochmal nach draußen. Ja. Was ich euch zeigen möchte, ist diese coole Tür. Guckt mal den kleinen Knauf da an. Ja. Wie schließt man die ab? Hoch machen, so wie bei mir? Nee, von innen? Achso, von innen. Hoch? Von innen habe ich noch nie zugeschlossen, weil... Schließt du nicht abgeschlossen? Nein, warum? Weiß nicht. Du könntest geklaut werden? Ja, guck mich an. Mich klaut keiner. Der kriegt na du, einen Hexenschuss. Dann könnte das T-Shirt geklaut werden. Ja gut, okay. Save it first, you know. Aber dann könnte ich mir ein neues kaufen. Ach so, na gut. Also, einfach nur hochmachen und es zu. Ja, sehr cool. So, mach mal zu. Die Kiste. Herrlich. Guck mal, wie klein der ist. Kleiner Pups. Ja, deswegen brauchst du nicht abschließen, eigentlich. Das ist aber keine Aufforderung, vorbeizukommen. Alles klar. So, komm, wir gehen einmal rum. Gut. Von außen sieht er nämlich auch schön retro aus. Jupp. Den Flaschenkasten finde ich auch sehr, sehr witzig. Und da ist jetzt auch noch, ist die Gasflasche genau. drin und? Genau, ich habe hier meine Gasflasche drin, meine Frischwasserversorgung ja. und meine Abwasserversorgung. Ach, das ist alles da drin. Ja. Und wenn wir fahren, ist halt eben auch noch hier die Stromtrommel mit drin. Ja, geil. Mhm. Genau. Und top. Natürlich hier schön mit dem Vierkant abzuschließen, ne? Damit die Klappe nicht während der Fahrt hochgeht. Wie man es früher hatte. Oh, klar. Auch von jedem dann aufmachbar, ne? So, hier, ja. Ganz normale Bremse. Genau, ganz klassische Auflauf. Bremse. Dings, die hat noch die besonderen Vorteile, wenn ja. man den zurückziehen schieben will, muss man hier den Hebel hier vorziehen. Ah ja, damit das habe ich schon halt mal eben hier einrastet. Mhm. Sonst kann man den nicht mit dem Auto zurückschieben. Ah ja. Sonst, wenn du rückwärts fährst, bremst er. Ja, genau. Okay. So, komm, wir gehen einmal rum. Jo. Hier an dem Herzchen-Tuch vorbei. Genau. So sieht der Kleine nämlich von außen aus. Genau. So, du hast gesagt, Sportedition war das, ne? Das heißt, genau, der hatte Rallye-Streifen. Genau, der hatte hier eigentlich einen schönen farbigen Streifen. Ja. Und je nachdem, wie die Farbe außen war, war die Inneneinrichtung auch außen. Innen drin, also Inneneinrichtung außen, toll. Also, ne? Ja, verstehe. Also es war farblich also, miteinander abgestimmt. Wenn ich hier so einen grünen Streifen hatte, hatte ich innen drin eine grüne Polsterung. Hatte ich hier vorne einen beigen Streifen dran, hatte ich die beige Polsterung dran. Ah. Hatte ich einen orangen Streifen dran, hatte ich irgendwas anderes drin. Sehr cool. So, einmal rumwandern. Genau. Leider hat er nicht mehr diese schönen Retro-Leuchten. Die hat der TÜV nicht mehr zugelassen. Ah, okay. Deswegen muss ich neue machen. Aber die sind doch auch ganz cool. Ja, und ja, ich habe mir auch damals keinen neuen Happy Camping Camper Aufkleber besorgt, weil ich dachte, hey, das alte Kiste muss auch Retro-Style der. Damals der noch alte, den. Der alte Aufkleber. Und soll ich dir mal was sagen? Den habe ich auch noch. Ja, das war so der Aufkleber der ersten Stunde. Hier ist sogar noch. Die musste man. Gesundheit. Die musste man nämlich damals noch selber auseinanderschneiden. So, und was ist das hier? Was sagst du? Von dem damaligen Händler das Schild. Früher, also heute kriegt man das ja auf ein Kennzeichen drauf, ne? Ja. Oder ein Aufkleber. Und früher haben sie gedacht, nieten richtig, wir das ganze Ding richtig, so richtig heftig. Genau, richtig aus Blech drauf genietet. Sehr geil. Super. So, seht ihr, man kann auch mit ganz alten Wohnwagen richtig, richtig viel Freude haben. Ne? Du bist zufrieden, oder? Super zufrieden, ja. Zufriedener, als hättest du dir jetzt einen ganz neuen geholt? Weiß ich nicht. Das ist mein erster Wohnwagen. Aber du hast ja auch gesagt, du bist so ein Bastler. Du hast da Spaß dran, sowas zu machen. Ja, genau. Ich brauche was zum Basteln. Also von daher ist genau das Richtige. Sehr schön.
Friedrich, ich danke dir, dass ich da mal reingucken durfte. Gerne. Ich freue mich, dass du hier bist auf dem Treffen, dass wir uns endlich mal kennengelernt haben. Genau. So, und in dem Sinne würden wir jetzt sagen, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast, dir das super süße Schätzchen angeguckt hast. Und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Happy Camping und, oder? So. Tschüss. Ciao.